Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pixelmon mit Paven. Hallo. Und mir. Und wir gehen jetzt Richtung Süden, haben wir gesagt, ne? Das hier ist unser Dörfchen oder unsere Stadt, wo wir gestartet sind ursprünglich. Und viel, von hier, genau, und von hier aus im Süden soll ja angeblich die erste Arena sein. Hä? Hier ist ein wildes Tier gespawnt. Ja, habe ich vorhin gesehen schon. Level 10. Habe ich meine Pokémon nur heilen sollen? Na, egal. Oh. Natürlich. Was ist denn? Arena. Ach so. Oh oh. Hast du auch mal was? Ja. Nee. Geht das nicht wegen eins? Ja. Kann er wieder zurück? Ja. Ja. Nur auf jeden Fall mal ein paar Sachen abgelegt. Und mal hier in die Garten reingehauen. Oh, weil wir Platz gebraucht haben. Können wir später noch sortieren und irgendwie Kisten irgendwo hinsetzen oder so, oder ja. Ein Häuschen bauen oder so, gucken. Schauen wir mal. Oh, Lommel, ich möchte nicht. Level 19. Ach, hier kann man rein. Hier geht's lang. Hier, wo ich bin, ist er. Da sind Schilder. Megama Jungle Gym. Und Fairy Forest. Das ist eine andere Richtung. Aber wir gehen erstmal jetzt zum Jungle Gym, oder? Die Richtung. Gucken, ja, was da los ist. Fairy Forest gehen wir aber auch noch auf jeden Fall. Keine Sorge. Oh, bye-bye. Ich habe da ein Gebäude gesehen. Oh, da ist jemand von Team Rocket. Hä? Luft gefunden. Dusselgur, nein, Dusselgur, ich möchte jetzt nicht kämpfen. Ich möchte jetzt erstmal gucken, was das für ein. Ah, das ist so ein einsames Gebäude. Wieder waren wir da schon? Nee, nicht. Hier war ich noch nicht. Nee, ja, da waren wir noch nicht. Was ist denn das für ein Gebäude? Hier waren wir noch nicht. Steht nichts drauf. Hä? Nichts Besonderes. Einfach ein Wohnhaus anscheinend. Ja. So, weiter in den Süden. Da steht wieder jemand. Da auch. Hier ist auf jeden Fall der Weg, wie es scheint. Ja, ich gehe jetzt nicht so nah an den ran, weil der Level 15 hat. So. Böse. Nee, lass mal gut sein. Auf der Minimap sieht man den Weg so ein bisschen. Huch. Donnfahren. Oh Gott. Ach du liebes bisschen. Ich hab die gar nicht gesehen, die Olle. Ich muss mir auch mal wieder trainieren. Ja, wird wohl nix. Schade, dass man hier nicht zu zweit kämpfen kann. Oh oh. Oh oh. Muss doch jetzt mit einer Wasserdüse machbar sein, oder? Ich sehe das. Jawoll! Ich glaube, ich sehe das, die Arena. Sieht ja cool aus. Oder ist das der Markt? Der Megamarkt? Kann auch sein. Ah, die Arena ist, glaube ich, da unten, das Grüne. Mit dem grünen Dach, meine ich. Steht denn hier alles noch rum? Mein Bruder!
Warten wir noch kurz auf Peven. Wir würden uns das genauer angucken. Oh, wie hat die denn... Oh. Um Stunden an. Kannst du euch schon hingehen. Gehen wir mal gucken. Tui. Das sieht aber cool aus von hier oben, ey. Stadt. Oh. Direkt an der Küste, das sieht schon nice aus. Oh, Maul, ey. Ja. Auch jeden Gesang einfach drin. Endlich ausge... Das ist ein Wohnhaus, okay. Und wieder eingeschlafen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Megamarkt hier. Huch, Kiesling. Und daneben. Ja, also. Ne, wir schlafen noch. Wir schlafen. Oh no, wir sind aufgewacht. Hoppla, der Hund ist am Würgen. Ist das die Arena? Der war klein. Was ist das hier? Holy shit. Du bist beim Megamart schon vorbei, oder wie? Ich bin noch nicht drin gewesen. Ich gucke mir alles nur von außen an bis jetzt. Bitte. Ich bin hier drüben, komm doch mal in meine Richtung. Ich bin dabei. Bitte. Ich glaube, such dich in meine Richtung. So. Guck mal, das da vorne, das kleine mit dem roten Dach. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das die Arena? Sieht aus wie eine Mini-Arena. Hm. Das war so ein kleines Kampffeld auf jeden Fall. Ja. Hey, no cutting in the in line punk. Punk. Vielleicht muss man hier wieder irgendwas machen, damit der. Trainer überhaupt da auftaucht oder so. I love watching trainers battle the Pokémon right here. Aber wird einfach nur so ein Kampfspot sein. Ja, hier ist der Megamarkt. Oha. Oh, hier kann man heilen. Perfekt. Cool gemacht auf jeden Fall. Können erstmal wieder schlafen. Ja, weil spät und so. Mich guckt irgend so ein gruseliger Typ an. Ich würde auch doof gucken, wenn im Kaufhaus einfach wer ein Bett ausschlagen würde und da sich pennen legen würde. Okay. Hier? Ah, hier sind Automaten, okay. Hier? Rap. Cool. Kommt man denn hier nach oben? Ist das hier so ein Aufzug oder wie? Ah. Cool. Oh. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Shift nach unten, Leertaste nach oben. Ah, wo bin ich denn jetzt? Käufer. Das ist ein ganz normaler Verkäufer. Boah, das sieht voll toll aus da draußen. Oh, da muss ich noch. Da geht's in den Dschungel. Ja, dann geht's da hinten zur Arena, ja. Das sieht mega aus. Gefällt mir. Hier gibt's Bälle. Ist das auch der normale Käufer? Ich glaube, hier gibt es gar keine speziellen, das ist einfach nur so showmäßig. Ja, hier gibt es Bälle, ja. Held-Items. Nee, doch nicht. Psychokinese, Fokusstoß, Angriffsreihe, Lake gibt es hier auf dem Spaß. Er hat doch gesagt, Held-Item im Schild. Gedankensonntag, Solarstrahl, Fassade, Kanon und Tuchschlag, Schleunerkobatik, Standborg, Risikodecke, Eisenschweif, Feuer oder Aquavelle, Ruheort, Finsteraura, Bronzache und Aurora-Schleier. Holy shit.
Aber hier kriegt man auf jeden Fall eine Menge Stuff, so wie es aussieht. Ist geht's die noch Beschriftung höher? Irgendwie falsch? Ja, es geht noch höher. Weil hier sagt er ziemlich TMs, aber eben waren ja eigentlich TMs. Also ein bisschen verkackt, aber nun gut. Aber doch, hier gibt's auch Attacken. Ja, Psychoschock ist hier, Kraftreserve, Verhöhner, Blizzard, Energieball, Voltwechsel. Voltwechsel? Krass. Mhm. Dampfwalze, Wuchtschlag, Blitzkanone, Ausdauer, Ableithieb. Voltwechsel ist auf jeden Fall geil. Geil. Das Wetter macht müde. Das Wetter macht echt müde. Ja, achso. Blizzard, Solarstrahl, Lumpstrahl, Mikri, Geowurf. Steinkante, cool. Steinkante ist cool. Noch höher. Stones, Power Items und Stat Boosting. Okay. Stones? Ja, Wasserstein, Wasserstein. Hier ist ein Attackenlehrer in der Ecke. Kugelstein. Blattstein ist hier. Mondstein, Funkelstein. Oh, cool. Gut zu wissen. Ist glaub, das nice. Ich glaube, das war's. Höher geht nicht. Ja. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Sind wir schon ganz unten? Ja, muss man. Sache. Nice. Was hast du? Ach du, die Pokebälle. Echt so wenig Gold, dass ich noch nicht mal einen normalen Pokéball kaufen kann. Gold oder Geld oder Poke-Credits oder wie auch immer man das nennen möchte. Poke-Dollar. Oder Poke-Dollar. Poke-Credits, Poke-Dollar. Das Pokémon Center. Da noch Verkäufer. Also der ist jetzt irgendwie überflüssig, dieser kleine Markt eigentlich. Ja, gibt's auch Bälle, aber... Oh ja, stimmt. Flüssig. Oh, warte mal. Pokéball drin. Lupstrahl habe ich gefunden. Hä, ich habe Voltwechsel gefunden. Lol. 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 Wie macht man, wie bringt man nochmal jemandem was bei? Wie ging das nochmal? Ich muss das in die Hand nehmen. Oh. Nicht hinschmeißen. Ja, mit R rausholen und dann Rechtsklick drauf. Mit R rausholen. In die Hand nehmen und dann Rechtsklick drauf. Ah. Oh. So, Schicki, hast du was gelernt? Was haben wir hier? Also wieder ein Häuschen. Das ist wahrscheinlich so ein Standard-Preset, was er sich gemacht hat. Was er dann immer kopiert hat. Level 25, Gardevoir. Okay, ich glaube, hier können wir noch nicht hin. Oh, aber ich will gucken, das sieht so schön aus. Ich glaube, wir müssen trainieren und fangen. Mhm. Weiß nicht, sollen wir das in der Aufnahme machen oder lieber außerhalb? Außerhalb, okay. Aber die Folge ist jetzt zu kurz. Bisschen was sollten wir noch machen, oder? Ja, wir gehen nochmal gucken da. Gucken wir, ob ich hier an die Leute vorbeikomme. Typ sieht aus wie Ash, ein bisschen. Ja, man kann sich hier so durchmanövrieren. Geht einigermaßen. Ich hab eh keine Pokémon mehr. Aber ich auch keine angreifen. Also 34. Wie das Wasser geil aussieht, ne? Ich wünsche, es wäre echt so. Oh. Ist das einfach ein Dschungel, ey? Holy shit, was hat er hier gemacht? Pass das aus. Sieht super nice aus. Geil. Sieht richtig, richtig nice aus. Und wo ist hier die Arena? Ist das fette Ding hier in der Mitte oder wie? Ja. Good question. Das. Ich weiß es nicht. Nur ein fetter Höheneingang. Oder ist die oben drauf auf die Bäume, weil die auch so fett sind? Ich weiß es nicht. Da läuft jemand rum. Ah, ich gehe mal nicht weiter rein. Aber hier ist auf jeden Fall eine fette Höhle. Bingol fliegt hier viel rum. Eglet. Ah, hier fliegt. Wie heißt denn das nochmal? Oh, das gefällt mir so, dieses.
Flugpflanzen-Ding. Oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Hilfe. Tropius. Tropius, ja, genau. Wo ist es denn jetzt hin? Es war doch gerade noch hier. Ah, da vorne. Tapu Bulu einfach gespawnt. Nice. Da hinten, ja. Ja. Ich kann fangen und trainieren. Da haben wir auf Screen. Toxiped. Also trainieren auf jeden Fall. Fangen weiß ich nicht. Ja, weil. Bisschen was fangen will ich schon auch noch gerne. Muss mal gucken, wo und was. Ah, da hinten. Dschungelstadt. Oha, warte, ich komm, ich will das auch sehen. Ich will das auch sehen. Oh, nice. Oh, schön, Mars. Meisterball. Das ist ja geil. Ist das super? Das ist ja nice. Guck dir das an. Drachenklaue. Schaut euch das mal an. Oh, hier ist Blutzug. Er hat hier überall so diese Meisterbälle versteckt. Das ist natürlich ein bisschen. Ja. Da man das ja oben halt jetzt sieht durch das Update. Weiß ich nicht. Sieht hammermäßig aus auf jeden Fall. Boah. Das sieht echt cool aus. Aha. Shit, Leute, guckt euch das an. Sieht richtig, richtig schön aus. Oh. Ei. Luft. Nice. Kann man da auch klettern? Nee, kann man nicht. Was ist hier los? Nix. Nice. Ich schätze mal, die Arena wird ganz oben sein oder so. Sag ich doch gar nicht so falsch mit meiner Vermutung, dass die Arena oben ist. Hab zwar gedacht, stimmt. Bauen wir mal. Geh weiter. Ja, kann ich ja mal machen. Sind ja alle tot gerade. Wo hast du dich denn bekleckert? Oh, guck mal, hier ist eine Truhe. Ach, da ist so eine Truhe, da kann man auch was reinlegen, aber. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich viel zum irgendwo hinlegen. In der Truhe? Ja, das ist natürlich nicht schlecht, weil. Die ist halt überall gleich, ne? Also wenn man hier jetzt was reinlegt und in der Startstadt an die Endertruhe geht, ist das dieselben Sachen drin. Okay, das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. Oder ich wusste es mal und hab's wieder vergessen. Auf jeden Fall war es mir gerade irgendwie nicht bekannt. Hier sind die Aqua-Leute hier, ja? Ja, im Aqua-Grund. Aqua? Ja, war so rum. Alte Tom. Also ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen trainieren müssen und so, weil wenn die auf der Brücke schon so vom Level so hoch sind... Ja, machen können wir hier nur nichts, aber ich muss trotzdem mal angucken, hier, was hier so... Ja, auf jeden Fall. Sieht schon nice aus, aber ja. Dann werden wir hier nur nicht... Wie kommt man denn eigentlich nach oben? Ist die Frage, gibt es echt dann 8 Arenen? Ja, krass, ey. Wäre ja ziemlich neat, eigentlich so. Oh, Team Rocket, tschüss. Das ist ein Markt. Ich finde das hier total cool. Tacken, ja, steht hier so rum. Mit rotem Haar. Hey, Ron Weasley. Ein Rock. Mr. Penny. Okay. Ich mag die Musik hier drin. Wir sind Aprikoko. Die kommt zwar leider nicht durchgehend, die Musik hier, aber schade eigentlich, weil ich finde die echt schön. Ich hätte die gerne als Hintergrundbrisung die ganze Zeit. Bei mir kommt die ganze Zeit Musik. Ja, du hast so irgendwas im Hintergrund extra drauf gemacht, aber... So, was ist hier? Ah! Was hier? Ein Film? Dictry gegen Schlurp. Ah ja. Tauschpartner. Ah, hier ist PvP. Level 30, guten Tag.
Eine Fackel hin. Müsste ich aber eine Fackel oben hingesetzt. Hm? Immer neue. Wahlband ist krass. Ja. Sollte vielleicht nicht. Wahlband echt heftig. Habe ich gerade gefunden. Weiß ich. Was für eine Bäre? Jango? Kann ich die auch essen? Hm, hier. Attackenlehrer. Sprungfehler, Ampelleuchte, rechte Hand, Erdbeben. Unbedingt auch caven gehen. Nein, was? Nein. Erdbeben kann man hier lernen. Was mit 35, dann Rubine. Müssen wir erstmal kriegt man in den Höhlen. Abbauen. Man könnte sagen, müssen wir erstmal abbauen gehen. Ist das dann die erste Arena? Das macht ja irgendwie keinen Sinn, aber es ist voll nah dran, ne? An der Startstadt. Sagten. Mit irgendwem haben wir doch auch gesprochen, wo dann sagte, wir sollen in die erste Gym-Dschungel-Dingens. Ja. Irgendwie ein bisschen heftig dann für die erste Arena. Ja, stimmt. Sven. Welcome to the Jungle Gym. Climb the stairs to challenge our leader. Nur mal gucken, wie das aussieht. Oh, nice. Alter, Überreste? Krass. Okay. Die sind also auf Level 19 Niveau, okay. Da sind die Pokémon 18, wahrscheinlich 19, Level 20. 34. Okay, ja, dann müssen wir ein bisschen trainieren. Definitiv. Hier ist ein Pokémon Center, aber wo geht's? In die richtige Arena? Oder ist das hier die Arena, die Bar hier oder was? Keine Ahnung, du. Naturburschen stehen hier draußen rum. Ja, kann schon sein, dass das hier die Arena ist vielleicht. Oder ist die noch höher über uns? Nee. Kann ja gar nicht. Wie sollten wir denn da hinkommen? Es gibt da keine Ort. Nee, glaube ich auch nicht. Das werden wir da schon rausfinden, wenn es soweit ist, oder? Ich schätze mal bestimmt die Typen hier und. Luft gefunden. Ich weiß hier auch noch irgendwo. Tauschpartner? Alter! Was tauscht er? Gibt man einen Amphizel einfach. Cool. Sucht nach Sandama, okay. Hab ich noch. Wo ist hier noch ein Meisterball in Nähe? Hier, da? 21 Blocks away, sagt er. Wenn ich irgendwo. 22, 23. Oh. Ich wollte nur die Tür zu oben auf. Auch mal Blöcke. 19, 20, warte mal, ist das oben? Das muss irgendwo oben sein, ja. Ich kann mal schauen. Irgendwo hier auf dem Ast. Hier ist er. Blitztafel. Ah, okay. Das alles für eine Blitztafel? Na gut. Nicht runterfallen. Na schön, aber ich würde sagen, liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wir trainieren nochmal. Bis wohin trainieren wir denn? Auf 20? Ach, das ist der Dingens, ne? Oh, nice. Und schauen dann nochmal woanders hin, bevor wir mit Level 30 dann irgendwann hier die Arena machen, oder wie? Ja, hätte ich auch gesagt, oder? Ja, dann trainieren wir auf 20 und gucken nochmal, wo wir dann als nächstes hingehen. Okay, vielleicht gehen wir in Fairy Forest oder so. Ja, genau. Schauen wir mal. Mal gucken, wie die Level da sind. Aber. Gut. Dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.